Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 4. Mai. Heute dabei Spotify, Soundcloud, O2, Maxdome, Google, Uber und Logitech. Fangen wir mit Spotify an. Die kommen jetzt in den Windows Store. Und ganz ehrlich, so hundertprozentig kapiere ich das auch nicht, weil, ich meine, what's the point? Ich kann die doch auch problemlos im Browser laufen lassen. Aber mein Gott, sie kommen in den Windows Store, hängt auch so ein bisschen mit Windows 10 S zusammen, mit der Vorstellung, in der offiziellen Vorstellung von Windows 10 S und den Surface Notebooks wird Spotify halt auch gezeigt. Und ja, das ist eigentlich schon die Nachricht für die Windows-Leute. Die können sich eventuell freuen, wenn sie Spotify nicht eh schon über einen anderen Weg genutzt haben. Dann habt ihr halt eine native App, die auf Windows 10 S läuft. Bleiben wir aber gleich bei Musik, Streaming, Soundcloud. Die haben ein neues Feature und das heißt The Upload. Und The Upload guckt halt, was wurde in den letzten Tagen auf Soundcloud hochgeladen, weil auf Soundcloud ist ja gerade extrem, dass halt sondern Musiker an sich ihre eigene Musik auf Soundcloud draufladen und dort promoten, im Gegensatz zu den anderen Streaming-Diensten, die ja im Regelfall auch in Anführungsstrichen etablierte Künstler haben und einfach das Programm runterspulen. Von daher, Soundcloud will das halt pushen und sagt halt, okay, sie Upload guckt, was wurde in den letzten Tagen hochgeladen und macht dann Vorschläge für den Nutzer, was er jetzt sich anhören konnte, basierend auf seiner Vergangenheit, also was er in der Vergangenheit gehört hat. Und, jetzt wird es interessant, nutzt Machine Learning, um dann anhand dessen rauszufinden, was würde der Nutzer in der Zukunft wohl hören wollen als nächstes. Also, spannendes Feature, schon alleine, weil Machine Learning drinsteckt. Und muss mal gucken, was da passiert. SoundCloud, schöne Plattform, spannend, wie die sich da jetzt einfach mal platzieren zwischen den ganzen Streaming-Platzhirschen. Ganz anderes Thema, Hacking. Und Hacker haben halt jetzt Bankkonten geplündert, auch von O2-Kunden. Und es ist ein bisschen schräg. Es gibt wohl so eine Lücke im Mobilfunknetz, die ist schon länger bekannt. Und in so einer Mischung aus Phishing und dann nachts aktiv sein und ein Telefon in ein anderes Netz reinbuchen, haben die es wohl geschafft, halt diverse Nutzer um ordentliche Summen von ihren Bankkonten zu bestehlen. Lest euch den Artikel durch im Detail. Ansonsten guckt einfach regelmäßig auf euer Konto, ob da irgendwas Verdächtiges ist. Gerade vielleicht eventuell Verdächtiges in Sachen Mobilfunk, eure Abbuchung, eure Rechnungen. Ja, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, wer kennt die nicht, empfiehlt den Online-Banking-Kunden eh schon immer statt des M-TAN-Verfahrens lieber TAN-Generatoren zu benutzen. Und dann wäre das Problem wohl nicht aufgetaucht. So oder so, immer vorsichtig sein im Netz, guckt mal rein. Und wie gesagt, ja, gehen wir zum nächsten Thema. Maxdome, der Streaming-Anbieter für Videos, der ist jetzt der erste, der halt auch Dolby Atmos anbietet. Dolby Atmos ist ein Tonformat, und das promoten die jetzt. Und da gibt es jetzt auch noch verschiedene Punkte, wo man darüber diskutieren könnte. Also Dolby Atmos über einen Stream ist was komplett anderes, als wenn ich so eine Blu-ray oder so mit Dolby Atmos kaufe und abspiele. Schon allein halt wegen dem Stream, wegen Bitrates und Datendurchsatz. Ganz einfach. Andererseits frage ich mich, also A, habe ich mich schon gefragt, warum gibt es überhaupt Maxdome noch? Oder dass es die noch gibt? Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Heutzutage in Sachen von Netflix und Amazon Prime. Ich frage mich bei Maxdome und Konsorten halt, gefühlt gucken die halt doch eh alle Leute auf ein iPad. Und dann ist der Sound jetzt eigentlich auch relativ in Anführungsstrichen überschaubar, ob das jetzt Dolby Atmos oder sonst was ist. Vielleicht liege ich auch falsch. Naja, die Maxdome nutzen, könnte ich zumindest auf Dolby Atmos freuen. Wer sich nicht freuen kann, ist Uber. Uber hat eh ein schlechtes Jahr. Wir hatten mehrmals im Daily auch schon schlechte Nachrichten von Uber in diesem Jahr. Und Google hat die auch im Februar verklagt damals. Und da sind jetzt auch heute neue News aufgetaucht im Rahmen dieser Klage. Denn halt Google sagt halt, Uber hat eine Zwischenfirma extra nur erfunden und erstellt, damit die halt Geheimnisse von Google abgreifen können.
um dann ihre selbstfahrenden Autos fahren zu lassen. Da sind halt wohl ein bisschen Aktien in Millionenhöhe hin und her geschoben worden. Uber sagt, die wurden zurückdatiert. Und das wäre eigentlich gar nicht so gewesen zu dem Zeitpunkt, sondern erst später. Naja, schauen wir mal, was daraus wird. Ich persönlich habe mittlerweile echt Bedenken, auch wenn ich ja großer Uber-Fan bin. Es gibt ja auch andere Konkurrenten wie Lyft. Ob Uber jetzt sich nicht wirklich in so eine Negativspirale reingeschoben hat, aus der sie nur noch schwer rauskommen. Und wir werden es verfolgen. Und das letzte Thema für heute ist ein Thema, was ich sonst eigentlich nicht im Daily habe. Ein Hardware-Thema. Logitech. Die haben jetzt für das neue iPad, also das 2017er iPad, was vor ein paar Wochen vorgestellt worden ist, für das haben die jetzt einen Keyboard-Case entwickelt. Was jetzt erstmal so nicht der Riesenbrüller ist, aber warum habe ich das Thema jetzt? Weil ich bin schon beeindruckt. Also es ist ein Keyboard-Case mit einer 4-jährigen Batterie-Lebenszeit. Also nicht hier Akku, Laden, Lightning, Micro-USB oder whatever. Nein, die haben da eine Knopfzelle integriert, nutzen halt Bluetooth LE und haben das wohl so optimiert, dass bei einer täglichen Nutzung von 2 Stunden das Teil 4 Jahre halten soll. Ich bin beeindruckt, auch wenn ich jetzt persönlich ein Keyboard für ein iPad in Frage stellen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das ist mal echt eine gute Sache und wenn da auch ein bisschen Technologie noch drin steckt, wie die halt sowas machen können, also eine Knopfzelle mit Bluetooth EE, dann würde ich mich freuen, diese Technologie auch in anderen Produkten zu sehen. Und das war's auch für heute für den Daily. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört. Wir alle, der Martin, der Jan und ich, wir würden uns freuen, wenn ihr eventuell kommentiert oder auch eine Bewertung hinterlässt und eine Bewertung sehr gerne bei iTunes. Denn da ist die halt wichtig. Und ansonsten hören wir uns morgen. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Start in den Tag. Macht was draus. Morgen ist Freitag, letzter Tag. Und dann gibt es auch nochmal ein Daily. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.